Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal Ass Reiter. Wir sind in Folge Nummer 40 von Astronia. Ja, ich habe ein bisschen hier was gemacht, habe den Dingens hier den Outerarm da hinten irgendwo hingebracht und auch die Forschungsstation, ich glaube da hinten sieht man es, ja genau. Habe dann geschaut, dass ich hier mal gerade Energie kriege und hier noch eine Probe und jetzt werden wir gucken, dass wir genug Punkte haben, um dann das Solarpanel zum Beispiel zu erforschen. Ne? Nach dem Intro gucken wir uns das dann an. Bis gleich. So, Forschung läuft. Mal gucken, wie viele Punkte haben wir. 1973. Ich glaube, 2000 braucht man für ein Solarpanel. Ich muss mal gucken, wo es ist. Irgendwo muss hier Generator stehen und dann müssen wir rechts abbiegen. Genau so ist es. Da ist es ja tatsächlich 2000. Wir haben fast. Okay, die zweite Forschungsprobe kommt da rein und er macht gleich weiter. Das ist schon mal gut. 82, 83. Okay, das ist gerade so auszuhalten, dass das läuft, aber gleich ist der Strom wieder alle, weil wir keine Dingens haben. Wie heißt es? Grünzeug. Ja, hier in der Basis wächst auch Grünzeug. Haben wir noch so ein Ding gekriegt jetzt? Ja. Gut, dann können wir mal gerade den Rucksack aufmachen, das Teil rausholen und den Generator da auch noch anschließen. So, dann läuft das ein bisschen schneller. Jetzt müssen wir mal gerade reingucken. Wir haben die 2000 zusammen. Mittleres Solarpanel, zack. Und erforscht mittleres Solarpanel. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir es bauen können. Ne? Wahrscheinlich im Drucker. Den mittleren Drucker würde ich jetzt sagen. Hier, oder? Was sind das für ein Ding, was ich da noch habe? Ein großer Drucker ist das. Okay, dann stell den mal da hin. Und F untersuchen, den Rosendrucker, Melzofen, Erdzentrifuge, Chemielabor, Forschungslabor. Ne, da sind wir schon durch, da gab es das nicht. Dann kann es ja nur im kleinen Drucker sein, oder was? Roboter, würfelförmiges Objekt, was ist das denn? Okay, Kohlenstoff und Schrott, sternförmiges Objekt, okay, kosmische Kugel. Das sind alles Klamotten, die man braucht, wahrscheinlich, um dies in den Himmel zu schicken, damit wir andere Rohstoffe kriegen. Mit Ressourcen kann dies. Ah, den müssen wir, glaube ich, auch bauen noch, ne? Kunststoff und Glas, okay. Stromverlang, Verteiler, mittelgroßer Generator, mittlerer, da ist es Glas und Kupfer brauchen wir dafür. Das ist Keramik. Kohlenstoff, da ist Glas. Und wo ist Kupfer? Zinkblende. War gerade kein Kupfer hier. Ne. Aber Kupfer müssen wir schon haben, ne, oder? Wo ist denn das Zeug? Das ist Ammonium. Das ist Aluminium. Haben wir kein Kupfer? War jetzt davon ausgegangen, dass wir Kupfer schon haben. Aber so wie es aussieht, ist hier kein Kupfer da. Zinkblende. Das ist schlecht. Und wo finden wir Kupfer? Astropedia, ne? Ressourcen. War das Malachit, wo man. Ich glaube, Malachit ist das, was man braucht, ne? Ne, Malachit ist das, okay. Aber. Ich war von überzeugt, dass wir das schon haben. Aber dem ist wohl nicht so, ne? Was haben wir jetzt hier gebastelt? Großen Drucker. Dann stell ich nochmal gerade hier. Ne, das war falsch. Pack den mal gerade aus. Habe ich den schon gebaut, einen großen Drucker? Weiß ich gar nicht. Also, der muss auf eine Plattform. Wenn ich den jetzt wegnehme, kann der da drauf, oder? Ich will doch nur mal gerade wissen, was der baut. Unterkunft.
Eine Kanone Unterkunft bauen, okay. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon habe. Kann auch sein, dass ich den schon mal gebaut habe. Bin mir da nicht sicher. Ist ja egal, erstmal. Malachit. Ich sehe jetzt kein Malachit, oder? Ich sehe dann natürlich auch kein Kupfer. Aber wahrscheinlich schon aufgebraucht alles, ne? Und dann ist die Frage, wo Malachit ist, ne? Hier auch nicht. Hier, was sind das für ein Teil? Das kann man doch bestimmt hier... an dem Sprungbooster. Ich dachte, das wäre eine Tröte. Die hätte ich nämlich jetzt da vorne reingeschmissen. Ist das da Kupfer? Nee, ne? Nee, das ist Keramik. Kupfer, Kupfer, wo finde ich Kupfer? Tja, hier wohl nicht. Da ist es auch nicht drauf. Ich glaube, wir müssen unseren Trecker nehmen und losfahren, um das zu holen. Wo ist der Trecker? Da. Oder, warte mal, geht das in der Zentrifuge? Das könnte ja auch noch sein, oder? Ist das voll? Sieht so aus, oder? Ah, hat er doch gemacht. F untersuchen. Kann ich das herstellen? Graphit geht da nur. Aha. Natürliche Ressource. Ich kann hier aber nicht durchblättern. Das ist jetzt doof, ne? Ach, da ist noch was drin und dafür brauchen wir noch was. Kann ich das ändern? Nein, ne? Nee, ich muss erst das Graphit fertig kriegen. Okay. Dafür brauche ich aber Erde. Okay, alles klar. Das würde bedeuten, ich muss den zweiten auch noch mitnehmen und den erstmal voll machen, damit wir da weiterkommen, wa? Und wenn ich das jetzt hier abbaue, das bringt mich nicht weiter, oder doch? Ist ja ein riesiges Loch hier, ne? Würde vielleicht Sinn machen, wenn man das mal zumacht, ne? Ach so, da ist der Hämmer dran. Mit dem kann man nichts anfangen gerade. Ah, ich habe noch einen Verpacker hier drin, sehe ich gerade. Verwendung. Kleiner Kanister. Gibt es hier nicht, sondern da ist der Boost-Anpassung. So, jetzt ein bisschen weiter graben. Schon alles voll gleich? Nee, ne? So, kurz hoch. Hoch, hoch, ja. Zentrifuge ist hier und die ist jetzt fertig, oder was? Okay, die ist jetzt fertig. Untersuchen wir mal. Ah, schade, das, was ich brauche, ist leider nicht da drin. Das ist ein bisschen doof. Aber wir können das mal gerade da rein basteln. Und lass mal ruhig ein Harz machen, glaube ich, den haben wir nicht. Okay, leider funktioniert das mit dem Dingens nicht. Sag schon mit der G
Geschichte, Malachit. Und dann müssen wir schauen, dass wir Malachit uns besorgen. Da gehen wir mal hier rein. Was ist denn das hier? Ach, das habe ich mal irgendwann aufgesammelt. Als ich da in den Arm gemacht habe, gab es das da. Ich dachte, ich könnte das hier in den Schredder packen, aber das ging wohl nicht. So, dann glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe die Vermutung, dass ich da hinten eine Markierung habe. Da müssen wir erstmal irgendwie hinkommen. Da hinten die Markierung könnte Malachit sein. Ich bin mir nicht sicher. Oder es war vorher hier rechts am Berg. Das müssen wir mal gucken. Irgendwo hier ist er eben hängen geblieben. Leider war hier die Malachit-Geschichte. Oder doch nicht? Da steht organische Ressource. Nee, ist wohl hier nicht gewesen. Ich weiß nicht mehr, was hier war. Schauen wir mal, vielleicht war das doch da. Hier ist auf jeden Fall Harz, den wir jetzt in der Erdzentrifuge eben gemacht haben. Aber, ach, das war Ammonium, glaube ich, was hier unten liegt, ne? Warte. Ja, das war Ammonium, das war nicht das Richtige. Aber hier irgendwo war das. Ich weiß noch nicht wo. Scannen das mal, weil das sind gerade 35 Punkte und da unten ist ja noch einer. Glaube, wir müssen mal gerade unseren Rucksack leer machen. Das hat so keinen Sinn. Ich habe gar keine Dinger mitgenommen, so ein Shit. Den Verpacker packen wir da jetzt auch gerade hin. Naja, dann ist das so. Jetzt macht das keinen Sinn, hier was weiter abzubauen, wenn wir Malachit brauchen, ne? Aber wo finde ich das? Wo finde ich Malachit? Was ist das da? Das ist wahrscheinlich Graphit, ne? Ja. Das brauche ich jetzt aber gerade auch nicht. Vielleicht ist es da hinten bei der anderen Markierung, kann das sein? Gucken wir mal da hinten nochmal. War das hier? Ne, ne? Wofür ist hier eine Markierung? Haben wir hier was ausgebaut? Auch Graphit. Ich wollte kein Graphit, ich wollte Malachit. Ich glaube, da oben blinzt was. Ah, wir müssen mit dem Auto nehmen, das hat so keinen Sinn. So, da hinten glänzte noch was. Gucken wir mal, ob es das war, was ich brauche. Es glänzt auf jeden Fall so grün, ne? Da oben. Das sieht danach aus, oder? Das sieht danach aus. Das ist ganz schön zerklüftet hier. Ja, das sieht danach aus, dass es das ist, was ich brauche.
So, jetzt habe ich zwei davon. Ich kann sowieso nichts mehr mitnehmen, glaube ich. Das macht also keinen Sinn, da noch weiter zu machen. Sauerstoff ist auch gleich weg. Ah, doch, hier vorne wird noch einer hingehen. Warte. Hinten ist ja voll, ne? Ja. Ich könnte auch den Harz runterschmeißen. So ist nicht. Aber den machen wir noch dahin. Dann holen wir noch einen. Und dann haben wir. Ach, wir haben da drei Slots noch frei. Okay. Aber wir mussten sowieso gerade Sauerstoff holen. Das war jetzt aber Lehm, das ist was anderes. Ich will kein Lehm. Lehm können wir gleich hier lassen, ey. Lehm haben wir auch gleich zweimal eingepackt, ist klar, ne? Und jetzt ist wieder Sauerstoff, Alter. Jetzt kann ich schon wieder zurück, deswegen, ey. Auf zum Fahrzeug. Müsste ich eigentlich hier hinfahren, ne? Aber das schaffe ich, glaube ich, nicht. Okay. Auf zum Leben. Der dann der Malachit ist. Hier. Ein Bräuner. Shit, ich muss zurück, hab keinen Sinn. Ja, ich weiß, ich bin dabei. Ja, alles gut. So, aber das bisschen hole ich noch. Dann habe ich nämlich vier zusammen, glaube ich. Hier komme ich ja fast nicht rein in den Stein, ne? Gut, das haben wir jetzt. Zurück, schnellstens. Nirgendwo gefährlich reinfallen. Und ab zum Auto. Glück gehabt. Gut, okay, das bedeutet, was ist denn da hinten? Eine Kapsel? Gut, da gehen wir mal gerade gucken, aber ich glaube, das ist eine Absturzgeschichte, oder? Kann man das aufmachen? Ich glaube, das kann man aufmachen, oder? Nee, ist eine Absturzgeschichte. Schutt. Oh. Oh, jetzt kriege ich das kleine Solarpanel nicht mit. Das ist nämlich ganz nett. Warte mal, wenn ich jetzt an dem Generator die organische Geschichte abmachen würde. Geht das überhaupt? Ah, nee, natürlich nicht, ne? Kann ich den anmachen und der wird leer? Meine Batterien lade ich damit auch auf. Sehr gut. Vielleicht kann ich dann. Bin mir nicht sicher. Okay. Den da dran machen. Geht das? Nee, wohl nicht. Ne, der Generator will nicht mit so einem Strom laufen. Dann mach ihn da wieder hin.
Was lassen wir hier? Ist irgendwie an eurem Werkzeug noch was zu machen? Nee, ne? Ne, das ist alles besetzt. Das bedeutet, das Harz bleibt hier. Gut, dann geht die Reise zurück. Ich fahre in die Basis, ihr bleibt hier und nein, ihr fahrt natürlich mit. Ich werde aber definitiv das offline machen, das zurückfahren. Da braucht ihr ja nicht dabei sein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne einen Kommentar schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.